Moin Moin, ich bin Malte von Handballhacks und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, dich als Trainer aufs nächste Level zu bringen. Und heute habe ich dir eine richtig coole Übung fürs Gegenstoßtraining mitgebracht. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Die heutige Übung braucht überhaupt gar keinen Aufbau, ihr braucht nur ein ganzes Spielfeld. Und alle Feldspieler gehen mit Ball in 9 Meter Kreis auf der einen Seite. Dann stellt ihr einen Torwart links und einen Torwart rechts ins Tor. Und jetzt bekommen die Feldspieler koordinative Aufgaben mit dem Ball. Zum Beispiel vorwärts prellen, rückwärts prellen, linke Hand, rechte Hand abwechselnd, den Ball vorm Körper hochwerfen, hinterm Körper fangen, wie auch immer, so dass sie sich die ganze Zeit im 9 Meter Raum bewegen. Und vorher zählt ihr die Spieler einmal durch, ja, dass jeder eine Nummer bekommt. Und während die dann ihre Übungen machen, ruft ihr einfach eine Nummer, und sobald die Nummer gerufen wurde, muss der den Ball Richtung Torwart rollen oder in 6 Meter rollen und zum Gegenstoß loslaufen, und der Torwart erläuft sich den Ball und spielt einen Pass von da. Wir gucken uns das mal an. Die Spieler bewegen sich also wild im 9 Meter Raum rum. Jetzt ruft der Trainer 4. Der Spieler mit der Nummer 4 rollt also seinen Ball Richtung Torwart. Der Torwart kommt aus seinem Tor raus, erläuft sich hier den Ball im 6 Meter Raum und spielt einen langen Pass zum Spieler mit der Nummer 4. Ihr seht schon, er ist nicht gerade Richtung Tor gelaufen, sondern ist hier einen Bogen an der Außenlinie entlang und kommt jetzt Richtung Tor gezogen und wirft dann im Gegenstoß aufs Tor. Während er läuft oder während gerade der Abschluss ist, kann der Trainer dann auch schon die neue Nummer rufen. Er hat jetzt hier die Nummer 1 gerufen, hier war gerade der Torabschluss. Also der Spieler mit der Nummer 1 rollt seinen Ball wieder Richtung Torwart, läuft in einem Bogen, ja, er ist von hier gestartet, läuft in einem Bogen an der Außenlinie bei. Torwart hat hier den Ball auf ungefähr 5 Meter erlaufen, spielt einen langen Pass. Der Gegenstoßspieler mit der Nummer 1 kommt wieder zur Mitte, bekommt den Ball und wirft aufs Tor. Und so läuft die Übung weiter. Ihr könnt entweder sagen, die Spieler bleiben dann auf dieser linken Seite, dann geht es auf der linken Seite weiter, oder sie gehen zurück und machen weiter mit den Übungen und dann wechseln die Torhüter. Könnt ihr sagen, wie ihr möchtet. Auf jeden Fall lernen die Spieler so aus verschiedenen Bereichen im 9-Meter-Raum zum Gegenstoß zu starten und den Laufweg direkt anzupassen. Und der Torwart lernt direkt von verschiedenen Positionen im 6-Meter-Raum, wo er sich den Ball erst erlaufen muss, dann aus verschiedenen Positionen halt den Ball zu einem unterschiedlichen Laufweg sauber zu spielen. Viele weitere Übungen findet ihr auf meinem YouTube-Kanal oder www.handball-hex.de. Macht's gut. Ciao!